verbessert, dass die Haspel das Getreide auch festhält. Ja, das ist sowieso eine der besten Sachen. Auch das mit Mais, sowieso beim Maisgebiss. Ja, früher hat das wirklich, das Hexen macht da eigentlich heutzutage ja wirklich fast jeder. Ich muss jetzt mal aufpassen, weil die ja blinkt. Aber ich mach's einfach so, ich fahre da nicht mit Vollgas. Du bist falsch dran! Okay. Ich glaube, er hat's gemerkt. Ja, jetzt fahre ich einfach so. Ja, oh, schieb mich weg! Hallo! Wer ist denn wir? Er ist leicht verwirrt. Wie Prozent hast du denn? Ich schätze mal so an die 80. Na, mehr. 85. Ja, jetzt musst du ein bisschen warten, Jojo. Du musst rückfahren. Du musst den Abstand lassen, ja. Jetzt zieht er nicht rein. Er ist wechselnd auf dein Anhängerchen. Ja, wie gesagt, die Animationen beim Reinziehen, sowohl auf Getreide als auch Mais, einfach die ganzen Sachen sind in puncto Realismus so viel besser. Ebenso wie beim Pflügen, dass die Pflugscharen die Erde jetzt auch richtig umwerfen. Ja, bei mir ist das eigentlich nur Staub. Wie findest du das? Umwerfen? Ich sehe das eigentlich nicht. Ja, doch. Also so ein bisschen, ja, aber nicht so wie es eigentlich ist. Man muss schon ein bisschen genauer hingucken, aber man sieht's. Man könnte, ja gut, natürlich, das ist schon auch besser geworden. Man könnte es besser machen. Rubbertextur sieht ein bisschen anders aus. Ja. Was ich vielleicht noch fände, dass man, es gab mal so ein Map, Texturenpack für die Bodentexturen und vor allem, dass auch die Saat, die Sähtextur, also wie es jetzt hier ist am Boden, die ist ja hier so gleichmäßig, ne, und so tief irgendwie. Sie sieht einfach, naja, ehrlich, realistisch sieht die nicht aus, ja. Ja. Und die ist halt richtig so verwaschen, also wie in echt so verschoben, also nicht so geradlinig wie hier, sondern richtig realistisch, wie in echt, also mit diesen. Ja, Erde fällt nicht immer gleich. Eben, und obwohl du das ja, die Textur immer gleich aussieht, sah das wirklich astrein aus. Also, wenn es das mal wieder gäbe, wäre das echt eine Wahnsinnssache, weil das sah so gut aus. Ja. Und beim Kuppern hatte er das auch. Das Kuppern war halt viel dunkler, was auch stimmt. Das Kuppern ist nicht braun oder grau. Ist ja, ja doch braun, schon dunkelbraun, aber nicht so wie grau, nicht grau. Kuppern ist grau, ist ja geht. Das Pflügen, also die Erde ist beim Pflügen auf jeden Fall auch nochmal ein ganzes Stück dunkler jetzt. Das stimmt ja, obwohl ich immer noch sagen muss, dass... Es ist einfach realistisch, der Pflug, der gräbt sich tief ein. Da ist die Erde nun mal dunkler, weil sie nicht ausgetrocknet ist. Fahr nochmal hoch, gell? Was ich halt noch finde, wie gesagt, beim Pflügen sieht halt die Textur, also die Bodentextur, immer noch komisch aus wie vorher. Also okay, die geht auch noch zu verbessern. Was ich auf jeden Fall finde, dass beim Mais Fortschritt gemacht haben. Ja, auch noch nicht Einwand, also gibt immer noch was zu meckern, klar. Aber es sieht schon viel besser aus, es ist nicht mehr so gelbstich, es ist noch recht braun. Ja, es hatte schon fast so... Ich wollte die da vorne ja, nehmen. Es war ja fast schon grelles Gelb. Ja, so richtig eklig war. Es war einfach kein... Gott sei Dank weg. Nein, es ist eben eher beige. Ja, wenn da so vertrocknet ist. Wir haben es ja jetzt noch draußen. Wir haben jetzt 4. November, glaube ich, gell, haben wir heute. Ja, genau. Ja, und wir haben draußen noch einige Maisfelder stehen. Ich war heute erst wieder auf dem Rad unterwegs und da haben wir noch so viele, also wirklich fürs Verhältnis noch verdammt viele Maisfelder gesehen. Obwohl eigentlich bis Ende Oktober das meiste eigentlich alles weg ist. Sicher sollte es schon. Also der ist so dermaßen vertrocknet und mickrig, sag ich mal, das ist schon. Ich weiß nicht, was sie mit dem anstellen. Wollen sie den überwintern lassen oder so? Keine Ahnung. Wie sie den wegbringen. Wie viel hast du? 60? Nee, 75. Ah doch, das täuscht ein bisschen. Ist der Money, ist der schon wieder. Ach, der ist jetzt. Ja, okay, dann ist er aber der sogar langsam gewesen. Ah, es könnte knapp werden. Wird knapp, ganz sicher, weil wenn du jetzt 80 hast, ja, oder mehr, aber jetzt haben wir wirklich dann ein Stück nur noch. Ja, könnte knapp werden, dass wir das noch voll bekommen. Ich schätze mal 7%. Aber wir haben ja noch das andere Feld. Ja, wir müssen da noch Raps anbauen, oder? Ja, genau, das 15 Ding, das reicht, das ist ja gar nicht Feld viel. Vor dem Hof. Genau, das ist ja nur so ein kleiner Streifen. Wir haben das ja jetzt komplett fertig gedroschen, also der Helfer hat das in 5 Minuten oder können wir auch manuell, das ist jetzt kein Helfer. Das ist nur. Bist du da mit der Horsch Pronto fahren oder? Nee, die Horsch Pronto ist beim Case Magnum angeschlossen, der ist ganz oben. Also du bist voll, ne? Ja. Boah.
Ja, mit dem Quatschen passt wohl nicht mehr auf. Ja. Ja, es war jetzt eh nicht viel. Ja, genau. Ich hab's schon gemerkt. Nee, der ist der Horst. Dann hängen wir da die Wetterstart an, oder wie sie sich auch nennt. Genau, die Direktstart. Ah, jetzt ist auch ein bisschen gedriftet. Money. Ja, Dreck haben wir schon, aber lass mich wundern, gut, das Schneider ist dreckig, aber der Krone an sich nur die Räder, ne? Ja, der hat an sich nur nicht viel wenig abbekommen. Wenig, ein bisschen hier so Flugrost oder was das sein soll, aber sonst. Gut, ich meine, es dauert natürlich auch ein bisschen länger, bis der richtig dreckig wird. Klar, klar. Okay, ich fass wieder wieder. Dass ich schön exakt hinfahre. Jawohl. Jetzt hätte ich mich schon wieder fast reingefahren. Das sieht immer so knapp aus, obwohl es eigentlich doch geht. Ich muss jetzt schauen, dass ich dann hier mit dieser mit dem Schneidwerk da schaue, dass ich da schön mittig fahre. Irgendwie sitzt er nicht genau in der Mitte. Das sieht man, weil das Lenkrad ein bisschen weiter links ist. Ja, was noch ein Manko ist, dass man mit der Innenansicht in der Kabine keinen Fahrer mehr sieht, oder zumindest stimmt, die Arme. Hat man den damals mal gesehen? Das war, glaube ich, nur bei Mods. Bei verschiedenen Mods, ja. Da sah man den, und die hatten das auch wirklich gut hinbekommen, teilweise besser als jetzt hier im Original. Ja, definitiv. Immerhin sehen die, also die Spieler an sich gut aus, natürlich, ne? Was da irgendwie cool wäre, wenn es da auch verschiedene Skins gäbe, also verschiedene, also nicht immer nur ein anderes Hemd. Das ist zwar jetzt auch eine lustige Sache, dass man halt eine Multiplayer-Farbe hat, aber ja, das ist jetzt nichts, was einen LS-Fan groß beeindruckt. Genau, das ist jetzt was. Das ist auch kein Hauptaugenmerk. Nee, das ist eigentlich nicht der Rede wert. Wir haben schon eine große Nachfrage. Ja, Weizen. Warte mal! Nee, wir haben Gerste im Silo. Oh, und gerammt hat er mich, der kleine Mongolit. Müssen wir mal schauen, wenn er dann akut zucken hörst, der eh und links ist er auch. Ja. Aber wir haben jetzt ja viel. Das Eckchen und dann wäre das Riesenfeld bezwungen. Das ist, glaube ich, ein schöner Titel. Die Bezwinger des Feldes. Des Riesenfeldes, ja. Das ist es doch. Ah, da kommst du schon wieder. Gesprintet. Wie schnell geht denn deiner? 50, ne? Sowas. Ja, ich weiß nicht, mit dem, hey, mit dem Kippe hinten dran. Deutz und Lamborg, ja, ich meine, das ist natürlich leer. Ich glaube, 52 und die beiden Lambos und Deutz gehen 60, 63. Doch, das ist ordentlich, das merkst du auch beim Fahren. Ja, das ist schon eine Geschwindigkeit. Ja, ich denke mir, wir müssen halt jetzt da nicht zuerst reinkippen, würde ich sagen. Dass wir Geld verdienen, und würde ich sagen, kaufen wir uns. Da brauchen gleich wir erstmal Tuner verfasst, oder? Vielleicht Raps noch, ja. Aber kaufen wir uns gleich das Tuner, würde ich sagen, oder? Ja, wir brauchen noch einen zweiten Radlader, oder nicht? Das auch, ja. Weil der stimmt, weil der eine ist ja oben, stimmt, dann wäre das eigentlich gleich besser. Der kostet ja noch 120. Ist noch nicht voll? Nein, der ist noch nicht voll. Ah, gut. Vielleicht machen wir jetzt auch kurz ein bisschen länger und dann unterteile ich das mit mehrere Teile. Das ist vielleicht ganz, ganz gut, weil. Das ist doch eine geile Sache. Ja, ich glaube, er hat so 70%. Ah, nee, schon 80, weil du hattest ja vorher auch schon gesagt. Jetzt haben wir echt nicht mehr viel. Findest du nicht auch irgendwie, dass, wenn ich jetzt mich so umschaue, dass alles so ein bisschen blass wirkt? Kommt mir das ja, so ein bisschen neblig. Mhm. Das ist doch vorher nicht gewesen, oder? Ja, mit der Ferne. Ja. Was haben wir denn für ein Wetter? Sonnig. Aber irgendwie kommt mir das nicht so sonnig vor. Also, natürlich vom Himmel schon, aber irgendwie. Ja, am Horizont ist das alles so ein bisschen blass, ja, von Nebel bedeckt. Genau. Was auch die bei dem anderen Server gemacht haben, dass sie sofort das Einserfeld, du weißt ja, das ist ja oben beim Sägewerk, dass sie das sofort angepflanzt haben mit Bäumen, ne? Also halt schön rechtwinklig und sowas. Vor allem, wenn es flach am Boden ist, ist das schon eine gute Sache. Ich weiß jetzt aber nicht, wenn man Bäume anpflanzt, wird dann die Textur, die Bodentextur automatisch so. Oh, was war das? War jetzt der genau voll oder hat er einfach vergessen? Warte.
Weil ich kurz angehoben habe, verdammt nochmal. Ich wusste nicht, ob es jetzt unten oder oben ist. Wie heißt denn eigentlich das Frontteil von Miles Häcksler? Hexenwerk, ne. Keine Ahnung. Eigentlich auch Schneidwerk. Maisgebüsch oder Hexenwerk. Wie sowas. Hexenwerk definitiv. Das wäre jetzt wirklich. Ja, wir haben jetzt gut 55.000. Was kostet denn der Radlader? Das ist 120. Also wir bekommen, was bekommen wir jetzt für diese Lade? 1.500. Eine Schaufel bringt ca. 9.000, wenn wir 6.400 Liter haben. Also... Ja, dann schmeißt du eben ein paar Schaufeln drin und... 10, 8, 8, 9 Schaufeln, ja. Dann muss es halt gleich leisten. Wo ist denn überhaupt die normale Schaufel zum Aufladen? Ist da, aber wir... Nee, wir müssen uns... Stimmt, wir können ja gar nichts einladen, weil wir den Ding ja essen. Der ist ja bei den Ding oben, ne? Der ist ja oben mein... Ja, beim Wald. Hol ich jetzt nicht extra. Nee, ich würde sagen, wenn wir den Raps verkauft haben, bekommen wir einen Zeitbonus. Auch wenn der jetzt nicht viel ist. Das ist allemal, denke ich mal, so viel, dass wir uns... Ja, klar. Da kommt... Wir werden schon über 50.000 sein. 150.000 kommt auf jeden Fall zusammen. Bist du sicher? Wir haben jetzt schon eine Zeit gebraucht. Wir haben jetzt lange gewechselt. Ich denke schon. Ja, das sind nur 60 Tonnen. Vielleicht macht das gar nicht mal so viel aus. Also, ich schätze mal so, dass auf jeden Fall das Geld, wenn wir noch zwei Radlader zusammen bekommen. Ja. So, den Rest bekommen wir jetzt auch alle noch in den Anhänger hier. Ich denke, dass das auch gedauert, ja. Bisschen was steht noch, das werde ich vielleicht mal ganz kurz rüberfahren, aber wir müssen nicht mehr mitfahren, das sind ein paar Liter. Naja, das können wir auch mit dem Flug oder mit dem Grubber dann. Ja, was jetzt hier noch in der Nähe ist, dann geht schon. Eben hier eben machen. Ja, das ist egal. Ja gut, hier wäre es eigentlich doch gut, also... Jetzt müsstest du das fast mit einem Wisch mitnehmen können. Kann ich, ja. Genau, 13 Reihen, soweit ich zählen kann. Aber ich kann ja nicht. Wie lasten du? Oh, ich habe jetzt 64. Oh! Rad geplatzt. Ja, dann hast du 70, bis wir vorne sind. Ist ja nicht mal voll. Das täuscht total. Oder er hat so gemacht. Stimmt, weil hier ist ja das Maximum 19 km/h, ne? 9 km/h beim Dreschen, beim Häckseln. Also kannst du die ganze Zeit auch wehdrücken. Das ist auch noch eine Neuerung, die ich erwähnen möchte. Genau, und es kommen auch keine dämlichen Fehlermeldungen mehr, wenn man mal kurz Gas gibt, weil man am Feldrand wendet. Ja, man kann einfach nicht mehr zu schnell fahren. Genau. Man hat seine Maximalgeschwindigkeit und alles darüber geht einfach nicht mehr. Wenn man nur wehdrückt, es fällt dir dein Flug nicht ab, der Grubber hängt sich nicht aus und dein Schneidwerk fällt nicht auf einmal runter, was ja an sich völliger Schwachsinn ist, aber... Unrealistisch. Wir hätten das einfach nur einfach unterbinden müssen, dass man so schnell fährt. Eben. Einfach wie es jetzt eben, einfach den Begrenzer einfach eingebaut. Okay, dann fährst du die Klappe zusammen. Und schwenke ein. Also, mal schauen, wie lange der Manni noch da bleibt. Aber ich fahre jetzt mal mit dem Häcksler rüber zu Feld 34, 39. Du kannst da unten rumfahren, gell? Ja, klar. Du fährst unten rum, dann sehen wir uns da oben. Ich weiß nicht, ob der Manni mitkommt. Ich habe jetzt mal gefragt, ob er da noch dann dabei ist. Hier sind auch noch, sieht man noch diese, auf der Karte werden sie so als grüne Anhängersymbole markiert. Das sind einfach nur Verkaufsstellen für Gras. Finde ich ein bisschen, ja gut. Für Gras, was bekommst du für Gras? Du bekommst eh nichts. Wenn man Gras macht, dann... Oh, der ist ja genial! Junge, ist ja genial. Der hat das schon gesät und gedüngt. Gut, 100% gedüngt und 30%... Tja, einer, der mitdenkt. Ja, einer, der mitdenkt. Oh, super, dann müssen wir eigentlich nur noch die Zeit ein bisschen vorspulen lassen und können dann schon dreschen. Oh, das ist super. Ja. Einen Kipper müssen wir aber eh jetzt. Ja gut, dann fahre ich mit dem Lambo den zweiten Kröger hoch. Zum 30er Feld dann. Ja. Jetzt muss ich euch noch hier zeigen, was mal neulich Chaoten auf meinem Server veranstaltet haben, die abends reingekommen sind. Sind reingekommen und haben sofort am Hof zwei Pappeln umgeschnitten. Hier, die eine habe ich schon enterstet. Du kannst aber nicht wegrammen, das heißt, ich musste komplett zerschneiden und habe überall die scheiß kleinen Teile. Unmöglich, solche Leute, also.
Ab jetzt frage ich wirklich jeden, der reinkommt. Oh, ist schon. Ist schon. Warte mal. Hä? Ach, der hat einen Helfer fahren lassen. Na klar. Was für ein. Was für ein Traktor? Das muss ich mir jetzt mal genauer inspizieren. Das hat er jetzt. Das macht er gerade. Er lässt gerade den Helfer weiterfahren. Oder er fährt selbst. Wie sieht's. Ist er das? Nee, das ist der Helfer. Er hat jetzt genau die Hälfte. Also, wenn das, was wir jetzt hier haben, reif ist, dann können wir sofort rechnen. Das heißt, ich lasse die Zeit jetzt mal ein bisschen vorlaufen. Wir haben es eh erst 10 Uhr. Aber ich lasse mal auf 30, denn bis ich jetzt bei dem Feld bin, vergehen ein paar Minuten, dann dürfte das reif sein. Und 15 Tonnen, das ist einmal ausleeren und ein bisschen mehr. Das haben wir in 5 Minuten. Wir müssen es an die Transportfirma, dann war's das. Das geht eh so schnell. Dann bekommen wir hoffentlich genug Geld. Ich meine, wenn wir es verkaufen, bekommen wir eh Geld zusammen. 10.000 Belohnung. Selbst 50.000 würden dann reichen. Also wir bekommen mehr. So, der Krone ist da. Wenn wir hier durchswitchen, wo ist er denn? Hier ist. Oh, wir haben jetzt komplett den Lamborghini gar nicht benutzt, gell? Ja. Ja, gar nichts. Wir können ja nicht mit 3 Traktoren eiern. Das war jetzt nur fürs Optisch einfach, dass es besser aussieht, aber konnten wir es nicht gebrauchen. Aber der Lamborghini ist, finde ich, einer der Traktoren, die am schnellsten dreckig werden. Also es ist garantiert so, weil gut, ich mache wahrscheinlich auch immer mit dem Saataktion, also Säen, deswegen wird er wahrscheinlich nicht so schnell dreckig werden, aber das ist schon enorm. Bei dem sieht man es halt einfach so schnell, weil er weiß ist und nicht so dunkel. Schauen wir mal, wie viel kmh schafft er hier hoch. 12, 11, 11 kmh, ja. Das finde ich ein bisschen schlecht, dass es da so wirklich, also es ist wirklich sehr steil, der Berg hier, ne? Da darf man schon langsam hochtuckeln. Da vorne ist jetzt, ja genau, da bist du. Wollen wir mit dem Großen schon, ne? Ja. Ja. Ja, sind wir gleich fertig. Fertig. Achtung, da komme ich. Ja, du fährst jetzt erst gegen die Wand, also. Ja, der ist das ein bisschen dämlich geparkt, man kann den nicht richtig aus. Oha. Ach, weil angehängt war, ja, dann hat er einen weiteren Wendekreis. Wendekreis. Wie war das? Bei welchem Rasenmäher war das 400 Grad Wendekreismodell? Geht ja gar nicht, oder? Ja. 400 wäre mehr als ein Kreis bei 360 oder 360 Grad halt dann. Da Manifred, hat er jetzt nochmal geschrieben? Ja, fahren wir den einfach hoch. Dann lasse ich den Hänger da stehen, bis das reif ist. Wir fahren da hoch. Ich habe jetzt einfach TO statt Tonnen. Na, was denkst du jetzt eigentlich? Weil man kann ja hier Tonnen nicht mit Liter vergleichen. Hier wird ja immer Liter angegeben und dann per Tonne abgerechnet. Es ist eigentlich sinnlos, zwei verschiedene Einheiten zu verwenden, weil es ist einfach nicht so, dass 1000 Liter Getreide eine Tonne sind. Ja. 1000 Liter Getreide sind ja weit mehr. Oder wenn man im Gewicht umrechnet. Obwohl. Nee, weil das ja ganz anders wäre. 1000 Liter Wasser, 1000 Kilo und Tonnen sind ja eine Gewichtseinheit und keine Mengeneinheit. Also vom Gewicht her und nicht von Flüssigmenge. Im Liter, also sind 1000 Kilo, 1000 Liter, eine Tonne Wasser, aber kommst du bei Getreide eben nicht hin. Na, haben wir jetzt hier schon Silage, die ist ja schon fertig. Warte mal, willst du mir kurz helfen, das Mischfutter zu machen? Ja, können wir machen. Die kleinen Fressbeutel namens Kühe. Ja, das ist immer jetzt toll, man sieht viel mehr Kühe, glaube ich, gell, als früher. Ich kann ja mal durchzählen. 1, 2, 3, 4, 6, 5, 8. So, was brauchen wir denn jetzt alles? 25, 30 Kühe. Also ich fahre den mal hier raus. Wir brauchen Stroh. Das haben wir hier, du musst in den Teleskoplader, wenn es geht, rein. Okay. Ja. Mit der Ballenzange hier. Was sind das für eine Zange? Ja, Rundballenzange, ja. Ne? Ja. Wo haben wir denn die Rundballen? Ah, habe ich jetzt vielleicht schon zu viel? Nee, Schmarrn. Na ja, klar, na gar nicht. Ich muss schauen bei
40% oder so muss ich aufhören. Also 33%, dann wären 40%.